Wir heucheln. So verändern Fans vom SV Darmstadt die Bildaktion. Solidarität und Willkommenskultur leben wir vor Ort, seit Wochen und Monaten. Dafür brauchen wir euren verlogenen Badge auf dem Ärmel nicht. Ich hoffe sowas von, dass der SV Darmstadt bei dieser Sache nicht mitmacht. Es geht hier um Menschen, nicht um Kohle oder Werbung. Auch die Frankfurter Fanvereinigung Nordwestkurve ist gegen die Aktion. Eine Zeitung, die über Wochen hinweg Stimmungsmache gegen Flüchtlinge betreibt, auch mit dafür verantwortlich ist, dass die Stimmung im Land sich gegen Ausländer und gegen Flüchtlinge hochschaukelt. In dem Punkt, in dem die Stimmung umschlägt, sich als Samariter ausspielt, das geht einfach nicht. Die Internetseite bildblog.de hat einige Beispiele, auf die sich Ramp bezieht, gesammelt. 6 Vereine beteiligen sich nicht an der Bildaktion, darunter der VfL Bochum. Das erwarten viele Fans auch von Darmstadt und den Frankfurter Vereinen. Für den Eintracht-Trainer heute kein Thema. Das ist auch nicht das Spiel, das ist eine Debatte vor einem Tag vor dem Spiel. Für mich jetzt zumindest nicht. Für Sie wahrscheinlich schon, für mich jetzt nicht. Aber ich habe ja noch verantwortlich. Ich muss mich auch nicht zu allen Dingen äußern. Zumindest der Vorstand äußert sich. Aus Solidarität zur Deutschen Fußballliga und in Anerkennung der vertraglichen Pflichten gegenüber dem Liga-Premium-Partner Hermes setzen wir die für den kommenden Spieltag geplante ligaweite Aktion um. Wir sind sehr enttäuscht von Eintracht Frankfurt. Wir hätten schon erwartet oder gehofft und auch erwartet, dass die Eintracht da einfach sagt, nee, die machen wir nicht mit bei der Aktion. Ganz ähnlich wird es vielen Fans von Darmstadt, dem FSV oder Mainz gehen. Denn auch diese Vereine beteiligen sich an der umstrittenen Bildaktion.